Fight. Wir leben Wrestling. WrestleMania noch nicht ausverkauft. WrestleMania 37 ist zum aktuellen Zeitpunkt noch immer nicht ausverkauft, das berichtet Dave Meltzer. Demnach seien für die Nacht 1 und 2 noch insgesamt 1800 Tickets zu vergeben. Intern habe man bei WWE damit gerechnet, dass beide Nächte binnen weniger Stunden ausverkauft sein werden, weshalb insbesondere Vince McMahon sehr enttäuscht sein soll. Neue WWE-Serien angekündigt. WWE hat in einer Pressemitteilung bekannt gegeben, dass man zwei neue Serien produziert, die ab dem 18. April auf dem A&E Channel ausgestrahlt werden sollen. Dabei handelt es sich um WWE Biography, in der auf das Leben verschiedener Legenden geblickt wird, und um WWE Legends on the Hunt, einer von Stephanie McMahon und Triple H moderierten Show, in der verschiedene Gegenstände wie die Urne des Undertakers genauer beleuchtet werden sollen. Ob und wann die Sendung in Deutschland gezeigt werden, ist derzeit noch unklar. TNT blockiert AEW-Pläne. In der aktuellen Ausgabe von Talk is Jericho hat Chris Jericho darüber gesprochen, wie TNT-Offizielle das Produkt von All Elite Wrestling beeinflussen. So sei man bei TNT erzürnt gewesen, als man Sting ohne vorherige Ankündigung hat debütieren lassen und habe die Khan Promotion daraufhin angewiesen, fortan alle Debüts anzukündigen, um damit steigende Zuschauerzahlen zu erzielen. Dies sei auch der Grund, warum man die Verpflichtung von Paul White auf Twitter verkündet hat und Christian Cage sein Debüt bei Revolution und nicht, wie ursprünglich geplant, bei Dynamite feierte. Zuschauerzahl von SmackDown bleibt beständig. Die aktuelle SmackDown-Ausgabe wurde durchschnittlich von 2,036 Millionen Zuschauern verfolgt. Dies stellt im Vergleich zur Vorwoche einen Anstieg von 0,2% dar.